Ja, passt. Wie viele Schienen haben wir hier? 20. Gut, hier ist natürlich die Kurve. Also haben wir jetzt hier nur 18. Und unten dann natürlich auch 20. 19. Nehmen wir das jetzt so hin oder ist das jetzt irgendwie doof? Ach komm, drauf geschissen, das passt schon. Müssen wir eh nochmal testen, ob das überhaupt mit Zug da irgendwie zu lang, zu kurz ist, wie auch immer. So, dann setzen wir schon mal da in die Kurve. Müssen uns einfach alle Schienen ein bisschen verschieben. Ist ja gar kein Problem. Ist zwar dann kein richtiges Quadrat, aber es ist ja eigentlich eh nicht so richtig hundertprozentig möglich, weil das Ganze ja wie eine Schnecke aufgebaut ist. Die muss ja irgendwo ein bisschen breiter und kürzer werden. Aber WTF, Junge. Dass da so zwei Schienen übrig bleiben, habe ich jetzt auch nicht bedacht, du. Aber genau deswegen, ne, ohne Scheiß, ihr glaubt gleich, wie wichtig es ist, jeden einzelnen Kack immer am PC nochmal vorher alles detailliert durchzugehen, ob das so überhaupt funktionieren kann. So vorherige Analysen sind bei sowas immer so extrem wichtig, weil sonst hast du halt echt am Ende das böse Erwachen. Hä, funktioniert ja gar nicht. Und dann denkst du auch so plötzlich so, scheiße. So. Zack. Trotzdem bescheuert, oder? Aber merkt euch bei sowas immer am besten in der Mitte anfangen. Weil sonst wird es irgendwie unnötig kompliziert an manchen Stellen. Ohne Scheiß. Alles umbauen war übrigens ein bisschen unnötig jetzt hier, aber das war jetzt die einfachste Funktion mit dem Steuerung X. Jetzt sind es hier 4 Schienen. Ja, ja, ich weiß, es wird halt immer ein bisschen mehr jetzt hier. Ist trotzdem witzig. Mein Gott. So. Jetzt haben wir hier oben schon 5. Meine Fresse. Ah ne, noch 4, weil das da wieder neu gebaut wird. Ja, während die arbeiten, kriege ich nochmal ganz kurz was. So. La 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 la. Nein, nicht die ganze Kurve wegnehmen. Perfekt, danke. So. Perfekt. Egal, reiß einfach erstmal ab, ist nicht so schlimm. So, nochmal ganz kurz die ganze Schiene markieren hier. War jetzt wahrscheinlich eine zu kurz, ne? War ja klar. Ist zwar jetzt kein zu hundertprozentiges Quadrat, aber es ist gut genug, ne? Aber es muss ja auch ein bisschen so. Weil es gibt ja die Ein- und Ausfahrtsstrecke noch. Das heißt, da muss das ja auch ein bisschen breiter sein dann. Aber prinzipiell sieht das doch schon mal ganz gut aus. Meine Fresse, Junge, ist das heftig. Was für ein geiles Ding, Mann. So, wenn wir jetzt hier in der Mitte eine Schiene platzieren, so, müsste das theoretischerweise genau in 2 Punkte gespalten werden. Du hast die lila dann für Eingangsschienen. Müsste hier der zweite sein. Hoppala, ich muss das Signal in der Hand halten. Kann man das so auch sehen? Schwierig, ne? Ah, nicht wirklich. Aber hier der zweite müsste das sein. Das sieht doch überall gut aus, ne? Das kommt dann nach innen hier an.
zack, macht dann einen Wechsel und dann geht es in den blauen Bereich über und dann wieder auf jeder zweiten Schiene raus. Na, lila, blau, 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 lila, blau. Passt. Hier haben wir 20 Schienen. Hier mit der Mitte zusammen. Deswegen müssten wir eigentlich einen weglassen davon. Weil die erste richtige beginnt ja erst hier. Sind das in 18? Und das müssten hier oben auch 18 dann sein. Müsste dann ab der hier sein, ne? 19. Also 18, 18, 19, 20. Ja, das passt. So, jetzt muss natürlich nur noch dazu gehen, auch reinpassen. Das ist so krank, Alter. So krank einfach nur. Aber ja, das wäre das Prinzip dieser ganzen Sache hier. Ich muss nur gucken, wie es noch mit den Lokomotiven, also wie wir das da mit dem Beliefer machen, ist nochmal eine ganz andere Geschichte jetzt, aber das kriegen wir auch gleich hin. Wird auf jeden Fall interessant. Heilige Scheiße, Alter. Erstmal speichern. Ich will die Verteidigung bauen, was mache ich? Ich baue den Artilleriezug. Ja, ist halt Factorio, ne? Da machst du nichts. Das ist immer irgendwie was, was du nicht erwartest. Der ist immer noch am Craften? Boy! Was ist da los? Ach, die Rohre mal wieder, weil ich die Maschinenstelle gemacht habe. Ja, aber ganz ehrlich, passt, ist okay. Nice. Ach, viel fehlt aber nicht mehr, bin ich ja ehrlich. Cool. Jetzt will ich natürlich trotzdem gerne hingehen. Und schon mal so ein Teil mitnehmen. Wir machen mal jetzt die Schienen da weg. Der ist auch fertig, den können wir den auch schon mal wegmachen. So, dann müssen mich nur noch die hier voll gemacht werden. Dann gehen wir schon mal hin, machen den Zug schon mal ein bisschen länger. Der ist noch nicht lang genug oder so, ne, passt schon. Das ist so brutal. Jetzt habe ich die Lokomotiven vergessen. Weil ich würde gerne nach jeder hundertsten Artillerie 10 Lokomotiven dran setzen. Dann haben wir es quasi so, als hätten wir 10 Züge ineinander geklebt, als einfach nur 100 Lokomotiven vorne dran zu stellen. Das wäre wirklich ein bisschen eklig. Das ist ja so krank, Alter. Oder wir machen 100 Lokomotiven vorne dran. Das wäre natürlich auch noch eine Idee. Wie habe ich das hier da auf dem Bild immer gesehen gehabt? Weil die machen das alle nur vorne dran, ne? Oh Gott, erkennt man da gar nicht. Ey, wo ist denn da die Lok? Ja, bin ich jetzt dumm? Wo ist denn da die Lok? Mein Traum. Mein Traum ist mir scheißegal. Alter, ich hab YouTube Premium, beim Overlay geht's halt nicht, weißt du? Nervig. Nein, ich hab das ja schon längst. Aber zwei superschnelle Werbung ist eigentlich auch schon fair. Muss man ganz ehrlich zugeben. Bin ich jetzt blind? Achso, Leute, die sind in gelb gefärbt. Ja, ich hab die halt legit nicht gesehen, Alter. Der hat die aber alle vorne dran und auch welche hinten. Wir können natürlich auch 50 vorne, 50 hinten. Ah, ne, guck mal, der hat welche dazwischendurch. Lol, der hat auch welche zwischendurch. Aber es sieht irgendwie scheiße aus, oder? Ganz ehrlich, das sieht irgendwie kacke aus, wenn die mittendrin sind. Auch wenn die gleich eingefärbt sind. Ja, guck mal, dieser ganz enge Kreis so. Ja, der ist zwar kompakt und so, aber ich finde, das sieht dann irgendwie zu eng aus. Außerdem, die ganz ehrlich, allein die Kräfte, die da zwischen den Zügen herrscht, wenn der hin und her fährt, ich meine, das ist für das Spiel scheißegal, aber wisst ihr eigentlich, was für eine Kraft zwischen zwei Zügen entsteht, wenn die einfach nur aneinander vorbeirauschen, beide mit 200 km/h, was dazwischen für eine Wucht einfach herrscht? Das ist krass eigentlich. Wenn du das jetzt hier mehrmals in beide Richtungen hast, und das eigentlich quasi ein großes Objekt ist, schwierig. Ja, dann machen wir es so. Weißt du was? Wir machen 50 vorne, 50 hinten, oder?
Oh, das Lied ist geil. Ich liebe dieses Lied hier, ne? Wie heißt es nochmal? Lost in the Dark von Ayo. Ayo ist auch sowieso ein richtig, richtig geiler Typ, der Musik macht, ne? Ohne Scheiß. Klingt immer so heftig. Ich liebe die richtig, die Musik, du. Ja, oder wir machen 100 und machen dann doch Waggons dran. Erstmal gucken, wo wir eigentlich auskommen. Pass auf, das ist schon mal ein ganz guter Anfang eigentlich. So, erstmal Gas geben. Mit unserem super langsamen Zug. Dann fahren wir erstmal ganz kurz zum Ende dieser Strecke hier. Guck mal, jetzt ist der Zug schon komplett drin. Ich glaube, 1000 Waggons passen hier mehr als locker rein. Aber mal sehen. Wobei, weiß ich nicht. Rein rechnerisch müssten sie es auf jeden Fall. Das ist so ein geiles Ding, du. Ich sag's euch, ich hab da so richtig Spaß dran. Alter, geht das schnell. Hui, 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 hui. Heftig. Absolut heftig. Also ich hab da übrigens, ich hab keinen Scheiß jetzt. Ich hab schon ab dieser Kurve angefangen zu. Also. Warte, jetzt muss ich mal ganz selber rechnen. Ausgang. Ab da, nicht ab der. Ab da habe ich angefangen zu bremsen. Und ich bin trotzdem dagegen geknallt. Junge. Die Bremskraft komplett am Arsch einfach. Okay, pass auf. Die Station. Die passt da gar nicht hin. Scheiße. Hä, der müsste doch eigentlich. Die muss doch da hinten passen, lol. Wieso sollte die nicht da hinten passen? Das ist doch Zwergstand. Ja, safe passt die da hin. Oh, ich dachte jetzt schon, Junge. Mach doch keinen Mist. Erin the Odd, okay. WTF, Mann. So. Der Zug steht. Alter, die Musik, ne? Ich finde die Playlist, die ich habe mittlerweile irgendwie echt witzig, ne? Wie viele Songs sind das eigentlich? 187 mittlerweile. Alle einzeln rausgepickt aus Epidemic Sound. Dedel, 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 dedel. Okay, also die ersten Artilleriezüge würden quasi einmal über den gesamten Außenring gehen. Bis hierhin. Alter. Es ist komplett krank, ey. Oh, ne Scheiß. Da muss ich jetzt noch weitere 88 Lokomotiven. Das ist ja entspannt. Ach ja, ich wollte die Dinge. Ah, die gehen wir nochmal ganz kurz hoch, gar kein Problem. WTF, Mann. Okay, dann die nächsten Lokomotiven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bin dumm. Wollte nur 10 machen. 10. Also, immer machen wir die Summen rein oder wir machen, wie gesagt, 50 am Anfang, 50 am Ende. Ich glaube, das fände ich schon fast besser irgendwie. Allein schon wie in der Beschickung her. Das wäre dann ein Satz zwischen 1000 Waggons halt. Ja, das ist auch ordentlicher, bin ich ehrlich. Da müssen wir mal den Artilleriezug nochmal abreißen. Und, ja, wird ja witzig. Naja. Du Scheiße, Mann. Was machen die jetzt? Achso, Fließbänder. Ja, das könnte kurz gerne platzieren. Schön. Cool. Also ich bin so gespannt, ob das jetzt irgendwie. Also ich meine, es muss ja jetzt schon Overkill sein. Weil ganz ehrlich, ich glaube, ein Artilleriewaggon ist ja eigentlich schon ziemlich stark, wenn man ganz ehrlich ist.
Und dann 1000 davon? 100 wären ja schon Overkill gewesen für die meisten Nester. Weil 100 Schuss... Ach hoppala, das war jetzt ein bisschen zu viel des Guten. Eins, zwei, drei... Kann man irgendwie sehen, wie viele da dran angeschlossen sind in dem Zug? Hm. Kann ich das irgendwie sehen? Ich müsste es ja zählen eigentlich nur, ne? Also eine Gesamtanzahl, wie viele jetzt dran sind, steht da nicht, ne? Schade. 4, 5, 10. Ja. Aber ich finde es witzig, weil hier steht nicht, wie viele Waggons oder wie viele Lokomotiven das sind, aber da steht dran, was die Anzahl der überfahrenen Aliens ist. Das ist wichtig. Da wurden Prioritäten auf jeden Fall gut gesetzt, finde ich. Wurden sie sogar wirklich, ehrlich gesagt. Mussten wir mal ganz ehrlich angehen. Den lassen wir. Das ist schon sehr, sehr gut gemacht. So, dann. Platzieren wir die übrigen 40 Lokomotiven. Ich hoffe, was schafft der Zug denn überhaupt? Rein rechnerisch haben wir dann ja eigentlich auf jede, auf jeden Artilleriezug 10 Lokomotiven. Andersrum, auf jede 10 Artillerie eine Lokomotive. Aber ob das reicht? Ich bin gerade eben mit 10 und 100, hat's ja auch gepasst. Warum sollte es also nicht gehen, ne? Ach, ich kann gedrückt halten. Och, Junge. War ja klar. Natürlich kann ich gedrückt halten. Warum auch nicht? So. Wie viele Waggons habe ich? Genau. Lol. Als ob das genau 500 sind. Ist ja witzig. Gut, dann nehmen wir mal halt genau 500. So. Dann platzieren wir mal ganz munter ein paar Artilleriewaggons. Das sind wirklich 500? Also ganz safe? 240, 480, 90, 500. Okay. Warte, jetzt habe ich gerade auch mal irgendwie die Zahl gesehen. Wir machen jetzt das Tempo runter. Ich will nur zu 100% sicher sein, dass es auch ja die richtige Zahl ist. 500. Alles klar. Sind wir uns sicher? Passt. Aber wir können gedrückt halten. Ist das dumm. Okay. Nein! Ich wollte nur gucken, ob die verbunden sind. Sind sie? Stopp, manuell. Und löschen. So. Okay. Das sah komisch aus, weil die nicht verbunden waren. zack, zack.